Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und willkommen bei einem weiteren Video. Heute, Freunde, ganz schnelles Intro. Wir gehen das erste Mal mit einem Zuschauer zusammen essen. Mit dem lieben, ich habe den Namen vergessen, sage ich euch gleich nochmal. Auf jeden Fall, er zeigt mir seine Lieblingspizza, seine Jungs, sein ganzer Freundeskreis sagen alle, diese Pizza schmeckt wie in Italien. Also, viel Spaß in der Stadt München, viel Spaß in diesem Video. Auf jeden Fall, ich habe mich mit dem Bre verabredet. Er hat gemeint, er will mich abholen. Es ist ein schöner, sonniger Freitag. Bei Monaco Pizza, meiner Kindheitspizza, werde ich jetzt abgeholt. Die habe ich geschrieben, oder? Genau. Baron. Alles gut? Alles super. Alles gut. Was geht, Bro? Alles fit? Ja, nur bei dir. Safe. Alles gut. Was machen wir heute? Pizza essen. Pizza essen? Ja, ja. Krasse Pizza. Bombe Pizza. Bombe Pizza? Also meiner Meinung nach beste Pizza in München. Okay. Auf jeden Fall. Sehr geil. Safe. Tamam, let's go. Wie heißt du nochmal, Bro? Cambia. Baron. Baron. Okay, ja, let's go, Männer. Was machst du aber beruflich, dass du so einen schönen Wagen fährst, ja? Ich bin Azubi. Ach so! Freunde, auf jeden Fall, die Jungs haben mich abgeholt. Ich weiß nicht, welche Pizzeria, ich weiß nicht wo, ich weiß gar nichts. Ich habe ihn nochmal extra per Sprachnachricht gefragt, so hey. Nochmal Rückfrage kurz, Bro. Also deiner Meinung nach ist das die beste Pizzeria Münchens und die beste Pizza, die du je gegessen hast, oder? Ich sag's mal so, das ist safe die beste Pizza, die ich gegessen habe. Nicht nur ich sag das, aber auch, also meiner Meinung nach ist die beste Pizza. Auch viele meiner Jungs und ja, die sagen, dass die Pizza wirklich vergleichbar ist mit der Pizza in Italien. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, Bro. Ich auch, auf jeden Fall. Es ist das erste Mal, dass ich auch mit Zuschauern so gesagt essen gehe. Schon, gell? Ja, ja. Aber ich wollte das schon immer machen. Okay. Das ist so ein Goal von mir gewesen. Ich weiß nicht. Deswegen herzlich willkommen auf jeden Fall. Danke dir, auf Bro. Dem Kanal. Mit dem reden wir hier auch. Und ja, schauen wir mal, was die Pizza kann. Also der ist richtiger Meister, der wurde jetzt hinfahren. Meister, ja, ja. Der war, wie gesagt, 2-3 Monate in in Italien. Ja. Hat nur geübt, wie man den Teig macht. Okay, stark. Ja, ja, ja. Geil. Was isst du dort für eine Pizza immer? Ich sag dir ehrlich, ich habe am Anfang erstmal die Margarita gegessen. Ja. Fungi ab und zu. Ja. Er ist immer der gerne der Rucola isst. Ja. Rucola. Aber zurzeit, was die neu haben, ist Burrata. Ah, das ist stark. Feierabend. Das ja, ist das liebe ich auch. Das ist richtig krass. Und was die zurzeit auch neu haben, sind so Dips. So Basilikum-Dip und wie heißt das andere? Chipotle. Genau. Ah, selbstgemacht. Das ist auf jeden Fall krass. Bei Pizzen, so wenn ich jetzt sage, okay, ich probiere eine Pizza, probiere ich auch immer gerne Margarita so. Ja, ja. Weil dann... So immer Standard. Dann weißt du einfach so, du kannst nicht Burger probieren und dann einmal mit dem essen und den, sondern du musst immer Cheeseburger essen, ja, ja. So weiß ich mal. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Pizza so kann. Ehrlich, es wird geil jetzt. Ich habe auch richtig Bock auf Pizza. Also was hast du gemeint, der Laden ist? Also der Laden, das Problem ist, es ist versteckt. Yeah. Es ist halt wirklich ein bisschen versteckt, so in Gassen. Yeah. Aber es gibt wirklich Tage, wo trotzdem die Pizzeria komplett ausverkauft ist. Okay, wo man einfach mal hingehen würde und man sagt, hey, ich möchte jetzt heute eine Burrata haben. Mhm. Oder eine, keine Ahnung, Margarita, dann sagt er, ich habe keinen Teig mehr. So, du bist aber auch einer, du liebst Essen, oder? Sind wir mal ehrlich? Ich so. Liebe Essen. Okay. Ich liebe Essen. Du bist auch durchgehend auf der Suche und so, oder? Auf jeden Fall, mit ihm vor allem. Sehr stark. Genau, also wir lieben sowas, so in andere Städte zu fahren und zu essen. Bis jetzt haben wir das nur in Berlin gemacht, nur einmal. Ja. Und wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht. Das hat uns Spaß gemacht. Stimmt. Auf jeden Fall, wir sind gleich da. So von der Region kann ich schon mal sagen, ich war safe hier noch nie Pizza essen. Ich bin ein bisschen nervös. Die Jungs haben es gut angepriesen. Die haben gesagt, hey, diese Pizza ist krass, die ist versteckt, die ist das. Hoffentlich ist diese Pizza jetzt wirklich gut. Und dann habt ihr auch diese Chance. Genau hier. Hier ist diese Pizza. Ciao Napoli. Das ist wirklich ein versteckter Spot, muss ich ehrlich sagen. Wild. Du wirst, weißt du, was das krasse ist? So viele unterschätzen es. Viele unterschätzen es, denken, oh mein Gott, schau mal, wie versteckt so eine kleine Location. Aber dann, wenn du die Pizza isst, schmeckt sie automatisch noch krasser, weil du es gar nicht erwartet hast. Stark, ehrlich. Schauen, Bruder, mal schauen. Okay. Auf jeden Fall, Freunde, wir sind da. Die Pizzeria heißt Ciao Napoli. Schauen wir rein. Hallo, guten Tag. Ja. Hallo. Gut drauf, ja. Ja, jetzt passt alles gut. Alles gut. Alles gut. Servus, Fit. Marlon, hi. Randy, freut mich. Freut mich. Marlon, servus. Du warst schon mal da, oder? Ja, ja, schon. Dich kenn ich. Auf jeden Fall, was man sagen kann, es ist ein super süßer Laden, so hat seinen eigenen Stil, so Holzverkleidung, dann die Karte steht einfach an der Wand. So ein bisschen System ohne System und das feiere ich auf jeden Fall. Das ist aber auch wirklich untypisch für München, muss ich auch ehrlich sagen. Sowas sieht man selten. Und dann, wenn man vorne
im Bestellbereich und Essbereich schon drinsteht, sieht man einen sehr, sehr süßen Pizzaofen. Durch so eine riesige Tür einfach. Und vielleicht können wir auch noch in die Küche schauen, wie eine Pizza zubereitet wird. Was auch ziemlich nice ist, die bieten hier so, ich glaube, so typisch italienische Sachen an. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ihr Pasta seht, die so aussieht, wo du so leicht Mehl drauf siehst noch und so, das muss sehr wilde Pasta sein. Also das ist auf jeden Fall ein Spot, mit dem man arbeiten kann. Stark. Was bestellen wir? Wie willst du es? Willst du, dass jeder die gleiche oder dass jeder einen verschiedenen hat? Oder wir nehmen alles. Wir essen zusammen, oder, heute? Wir essen zusammen. Tamam. Also dann hau raus. Okay, mach die Bestellung. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall eine Margarita. Margarita, Burrata nehmen wir auf jeden Fall. Okay. Und was sagst du noch? Und Parma. Parma? Ja. Rucola, ja? Ah, ja. Auch stark. Parma. Hier drin oder draußen? Draußen auf jeden Fall. Setz dich raus. Also eine ganz cleane Margarita. Dann eine Rucola, Parmesan und eine Burrata. Ein paar Sekunden später. So, Freunde, es ist soweit. Wir schauen mal kurz in die Küche. Auf jeden Fall muss ich sagen, hey, ist schön. Sieht einfach cool aus, so überhaupt. Ehrlich, sehr nice. Schlicht. Schlicht. Aber dafür Qualität. Rara Grill aus Napoli, das ist der Grill eigentlich. Oh, aus Napoli, eben aus der Region. Sehr cool. So wie alles von uns. Unser Mehl ist aus Double Zero, ist aus Napoli, aus der Region, San Marzano Tomaten, Fior di Latte aus Campania von Napoli, unsere Salsiccia Salami auch aus der Gegend. Also, sehr geil, sehr geil. Wenn nicht schon die Italiener sind, dann... Also, aber ihr würdet schon auch noch sagen, so, das ist schon ein Geheimspot, oder, in München noch? Ja, Geheimspot. Also ja, klar, es ist jetzt nicht mitten in der Stadt, aber... Aber die Leute kommen trotzdem, es spricht sich schon rum. Sehr geil, sehr geil. Und das ist cool. Es spricht natürlich für die Qualität und dass wir halt da jeden Tag Gas geben. Wir machen jeden Tag den Teig frisch. Und ja. Ich freue mich drauf, ehrlich. Okay, legen wir los. Verehrten Pizzaliebhaber, falls ihr euch jetzt fragt, warum ist der Bildschirm schwarz und ich kann malen und nicht zuschauen, wie ihr die Pizza vorbereitet, darauf gibt es nur eine Antwort. Und zwar habe ich leider einmal auf Stopp gedrückt und das nicht bemerkt. Und leider hat die Kamera dann natürlich nicht mehr weitergefilmt. Und jetzt viel Spaß im weiteren Video. Real talk. Okay, let's go. Boah, sieht das krass aus. Ist das so? 500 Grad drin, Bruder. 500 Grad. Aber auch, dass dieser Zylinder da so hochkommt und die Flamme ist, ist so ein bestimmtes System, oder? Ja, voll. Crazy. Also du hast vier Spots. Da hinten ist der erste, da ist es am heißesten. Ja. Dann hast du hier noch einen, da und da. Dann halte ich es nochmal einmal oben hin. Wow. Guck mal, was du noch filmen kannst. Real talk. Ein bisschen Olivenöl. Eins, zwei, drei. Und eure neapolitanische Margarita. Also ich finde, es ist alles gesagt. So, diese Küche spricht für sich, der Pizzaiolo spricht für sich. So, die ganzen Zutaten sprechen für sich. Das ist einfach Originalität, wenn man das so nennen kann. Das war's auch mit dem Einblick in die Küche. Wir gehen raus und verputzen die erste Pizza. Selbstmade-Soßen. Kräuter Basilikum. Ich kann es nicht aussprechen. Chipotle. 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 Also ich muss ehrlich sagen, so für München, Real Talk, Respekt als allererstes Mal, das ist die schönste Pizza, die ich in München gesehen habe. Krass, okay. Vom Aussehen und so. Jetzt kommen wir natürlich zum Geschmack. So, was die Pizza kann. Dieses Parmesan im Nachhinein drüber gegeben, wenn die Pizza schön heiß ist, das heißt, der schmilzt schön. Und über den Rest kann man nichts sagen, das hat man alles gesehen, es sieht super aus. Let's go, schnapp dir ein Stück. Guten Appetit. Danke, Bro, dir auch. Jetzt habe ich fett gekleckert. Kein Problem. Eieieiei. Hast du damit gerechnet? Ehrlich? Ich sag mal so. Ich habe mir schon gedacht, dass die Pizza sehr gut sein wird. Ja. Sie hat noch mal ein bisschen meine Erwartungen übertroffen, muss ich ehrlich sagen. Der Teig, wenn man den anschaut, ja, das macht Lukas auch immer ziemlich gerne, er faltet den so viermal. Der ist nicht wie Kaugummi, sondern der ist einfach perfekt weich. Man kann hier einfach
easy durchbeißen und es ist nicht so fest, es ist einfach ein Wolkenbiss so. Und du musst mir überlegen, wenn du vierlagig faltest einen Teig, der wirklich schon eine gewisse Dicke hat und immer noch angenehm ist zu kauen, dann ist krass. Über den Geschmack? Ist top, weil es schmeckt wirklich gut. Ich sag halt so, die benutzen nur originelle Sachen. Also ja. Die Tomaten, der Käse, da kann nichts falsch sein eigentlich, wenn man ehrlich ist so. Das ist eine krasse Pizza. Mhm. Der Rand ist halt so krass, du kannst den einfach ohne Dips und so essen. Aber was ich also in letzter Zeit erfahren habe, die haben hier auch Dings, hausgemachte Dips. Okay. Und wenn du den Rand mit den Dips isst, noch mal krasser. Dippen wir oder was? Komm, dippen wir. Was willst du, das hier oder? Kräuter, Basilikum, was willst du? Ich nehme das hier, Chipotle. Wie heißt es nochmal? Chipotle. Genau. Bab. Boah. Und jetzt hau mal hier rein. Ich mag den nicht mehr. Geisteskrank. Der hat einen geilen Nachgeschmack, gell? Mhm. Ja, Mann. Ich wusste es. Echt stark. Ich schwöre, krass. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das ausdrücken werde. Ich werde dazu noch was sagen. Ich muss halt sagen, dieser Geschmack ist wirklich... Ich sag mal so, vom Geschmack her würde ich dem wahrscheinlich so eine 9,5 geben. Ich kann auch sagen, warum. Für mich könnte noch ein bisschen mehr Fior de Latte drauf sein. Das ist aber auch alles. Es schmeckt perfekt. Es ist ein super rundes Geschmackserlebnis. Wortwörtlich rundes Geschmackserlebnis. Diese Pizza ist geil, sie fühlt sich gut an im Mund. Schmeckt. Juicy. Schmeckt krass, man. Ja. Ehrlich, Respekt. Danke, wow. Bruder. Wie lange lasst ihr den Teig liegen? Also mindestens einen Tag. Mindestens einen Tag, okay. Wir haben aber noch einen Vorteig, den wir dann auch nochmal 24 Stunden ziehen lassen. Mhm. Mindestens 48 Stunden sogar manchmal. Krass. Also wenn ein fertiger Teig zieht 2,5 Tage. Crazy. Insgesamt. Crazy. Nimm dir das letzte Stück. Nimm du. Mach Schnick, Schnack, Schnuck. Nimm du, komm. Nimm. So, zweiter Gang. Wow. Die Soßen müssen auf jeden Fall bleiben. Auf jeden Fall. Eine Burrata. Und eine Margherita mit Rucola und ein bisschen Parmesan. Und ein anderes Kreuz auch nochmal. Ein Kreuz. Jetzt kannst du mit dem Pizzaschneider, würde ich das so verstreichen. Genau. Das ist innen komplett flüssig. Verstreichen so? Ja, genau. Jede Ecke aufziehen. Die wird euch killen, Alter. Ja? Das ist die ausverkaufte 1. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die... Also ich habe die schon mal probiert. Was sagst du zu der, warte? Die ist richtig, also die ist die Nummer 1. So, lass die schmecken, mein Freund. Auf geht's. Einer freut sich wie ein kleiner Junge. Boah, ich bin einfach sprachlos. Sprachlos. Krass, gell? Bombe. Also wirklich krass, krass. Ich muss ehrlich sagen, der Teig haut mich schon um. So, er ist besonders weich, er ist besonders zart, besonders luftig. So, auch wenn man schaut, diese Leopardenmuster auf dem Rand, wie ich so gern sage, ist so perfekt ausgeglichen. Es ist nicht zu schwarz irgendwo, es ist nicht zu wenig, es ist nicht zu viel, es ist wild. Amerikanische Pizza ist, halt ein Film. Ist auch lecker, ist aber... Ja, ist halt ein anderer Film. Genau, ist halt die haben es halt weiterentwickelt ja, oder voll. Umentwickelt. Voll. Weiterentwickeln. Ach so, ich habe gedacht, du hast von der probiert. Okay, schnappen wir uns ein Stück von dieser wunderschönen Pizza. Also man sieht auf jeden Fall eine Menge Burrata, Rucola. Ist da nur Rucola drauf? Da ist auch Rucola drauf, ja. Ah, okay. Also Rucola ist drauf. Und was noch? Was ist das hier? Das ist Rucola. Ist das nur grüner Rucola? Ja, Bro. Ah, okay, sieht anders aus auf jeden Fall. Okay, probieren wir einfach. Ihr seid am Schaden, Alter. Ihr habt echt Schaden. Boah. 1-0 für dich, würde ich sagen. Du hast mich überzeugt. Danke dir, Bro. Du hast gewonnen. Freut mich. Also wirklich, das ist dein Punkt, ehrlich. Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Okay, mein Bester.
Ich sag Dankeschön. Danke, hat mich gefreut. Mich auch, ehrlich. Viel Erfolg in Wien. Danke. Bis zum nächsten Mal, gell? Danke. Ciao, ciao, Bruder. Bye, bye. Okay, Freunde. Really Talk. Starkes Ergebnis. Erstmal. Hat mich gefreut, Bro. So muss es sein. So, wenn ihr auch Bock habt, mal in so einer Folge dabei zu sein, wo wir essen gehen mit Zuschauern oder Leuten aus der Stadt oder wie auch immer, wie ihr es nennen möchtet, dann meldet euch auf Insta oder wo auch immer. Kuss geht raus. Diese Pizzeria kann ich auf jeden Fall zu 100% weiterempfehlen. Mhm. Ciao Napoli in München. Isereckstraße 40. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal. Hast du Insta oder so? Irgendwas? Ja, Bruder. Oder willst du nicht, dass man das ab? Wird ein bisschen Stress geben, ne? Okay. Kahn.de. Napoli-de. Hat auch Insta? Ja. Marlon, ITOO. Kuss geht raus. Bye, bye. Dankeschön, Jungs.